Den müssen wir ganz schön oft ausweichen. Ne? Hat er nicht gespuckt? Nö, irgendwie nicht. Jetzt. Ja gut. Jetzt kommt der nächste Schwung. Das, da kommst du nicht weg. Was hat der mir denn jetzt an Schaden gemacht? Oh. Was? Das ist doch nicht wahr. Katze, erschreckt mich doch nicht so. Waffi, was wird das? Kann mein Mikro knattern. Komm her, du. Und hier. Hier kannst du sitzen bleiben. Hier kannst du schmusen, aber nicht mit dem Mikro. Ich könnte sich ein bisschen komisch anhören. Brumm, brumm, brumm. Ja. Denk nicht, Zuschauer, da kommt der nächste Gegner angebrummt. Das nächste Mal, in 3 Wochen halten wir dann mal den Nachwuchs ans Mikro. Ah, hör mir bloß auf, ey. Weil die hören sich dann immer an wie kleine Rasenmäher. Hör mir bloß auf. Wieder eine doofe neue Katze da. Nix doofe neue Katze. Doch, doof. Nein. Katzendoof. Von mir aus brauchen wir keine. Ärger mich weiter und ich hole von dem anderen Wurf auch noch welche. Ich hau dich. Dann komme ich mit 6 Stück nach Hause. Ich hau dich gleich. Oh, so, jetzt neuer Versuch. 6 kleine Racker, die auf dir rumtouren. Weg hast du gestellt? Ja, ja. Ja, gut. Nicht, dass wir hier... Ich hoffe nur mal, dass der auch laut klingelt, weil, ne? Nicht, dass wir hier so lange zocken und nichts mehr mitkriegen. So, was sagt der mir? Versuch's mit Stoß in den Rücken. Viele. Ah, sehr nett. Da sind auf jeden Fall unsere Seelen. Autsch. Oh, da kommt er schon. Ui. Komm, Wächter. Weg. Wo ist er? Da. Da ist er! Komm schon. Immer schön in Bewegung bleiben. Jawohl! Ach du Scheiße, die ziehen mir ja gar nichts ab. Ne, 63 war jetzt nicht viel, ne? Ne, 63 war gar nichts. Whoppa. Ich habe mich in die falsche Richtung gerollt. Jetzt hat er gar nicht gerollt, aber... Oh, geil, zweimal. Meine Fresse, wir ziehen eben auch gar nichts. Oh, der war fies. Mhm. Der war ein bisschen schnell. Der nervt mich da an der Wand. Ich wollte gerade sagen, geh von der Wand... Aua, von der Wand weg. Nicht in die Enge treiben lassen. Sagst du so einfach. Oh mein Gott, was war das denn? Wieso? Manchmal rollt der auch in der Richtung. Ich raff nicht mehr, wo wir lang müssen. Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen oder ob wir woanders lang müssen. Ich werde jetzt noch eine Sache ausprobieren bei dem. Ja. Ob wir da, durch die Tür durchkommen mit dem Schlüssel. Weil wenn wir das nicht kommen, dann sind wir hier falsch. Aha. Was ich ja im Moment schon befürchte, dass wir da falsch sind. Wo wolltest du denn dann sonst hin? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. So, nochmal. War das mit dem Nest des Rabens? Da müssen wir ganz wieder zurück, ne? Mit diesem Raben. Das wäre ganz am Anfang, ja. Dass wir da irgendwie den Schlüssel gebrauchen können für diese eine Tür? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, ob man jetzt so einfach so wieder zurückkommt. Och Mann, ey. Was war das denn jetzt? Hast gebrannt und dich dann auf die Fresse gelegt? Ja, macht er doch jedes Mal, wenn er brennt. Oh, da bin ich ans Mikro gestoßen, ja. Aber nicht zu knapp. Das hat bestimmt ordentlich gescheppert. Ja, ich habe ja eine Spinne dran, von daher vielleicht klappt das, ist das ja nicht ganz so heftig. Also das Sprinten ist auch nicht das Schnellste, ne? Ja, ist egal. Oje, jetzt kriegt er dich wieder. Oh nö! Kurz vorm Loch. Arschloch. So, jetzt haben wir hier, müssen wir hier... Ach nee, jetzt kommt erst der Bossraum, genau. Ach ja. Weil das probiere ich jetzt. Da werde ich wahrscheinlich dann dran sterben, an dem Typen. An welchen Typen? Ja, an dem mit der Keule. Ach so. Da, wo der ist, da ist ja noch eine Tür. Unser Kumpel ist wieder vorbeigefahren. Macht nix. Das habe ich jetzt sogar durch die Kopfhörer gehört.
Mann, jetzt so langsam fängt es dann doch an zu frusten. Wir waren bis hierher eigentlich ganz gut gewesen. Nur jetzt? Ach ja. Ich habe einfach keinen Skill. Hallo. Stark. Oi. Aua. Boah. Ja, der hat wie... Der hat aber ordentlich hat. Höhlensoldatenrüstung? Klingt mal besser was. Ja, mache ich. Und dann gucke ich mir mal die Rüstung an. Vielleicht ist die ja besser, wie die, die wir anhaben. Vom Höhlensoldaten müssen wir jetzt auch alles haben, wa? So. Ne, schlechter. Bis auf eine Sache. So, das ist die Frage. Komm, wir rüsten uns nochmal ab. So. Ach, Moment, da, so. Da müssten wir da auch durchrennen können und hoffen, dass wir die Tür aufmachen können mit dem Schlüssel. Weil wenn wir die aufmachen können, dann müssen wir da auf jeden Fall lang. Dann müssen wir den irgendwie töten. Oder wir überleben es und können rausrennen. Oh. So. Stehen wieder 1000 Nachrichten. Viel Erfolg. Stoß in den Rücken. Ja, ja, das haben wir ja schon 1000 Mal probiert. Parieren. Guck mal hoch. Sehr schön. Lauf mal. Geheimschlüssel benutzt. Hier müssen wir also lang. Ja, dann weich ihm aus, versuch die Seelen einzusammeln und raus da. Hey. Eck! Oh. Scheiße. Ja, und die Tür ist jetzt gleich wieder zu, wenn wir wieder kommen, oder? Ja, im Grunde ist ja egal, den Schlüssel haben wir ja. Die verschwinden ja nicht. Ja gut, aber jetzt, wo ich das weiß... Ich mache jetzt was. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Was machst du? Ach man, das war falsch. Wollte ich gar nicht. Wir haben noch Seelen. Mhm. Ich will mich jetzt aufleveln. Dass wir das Schwert benutzen können. Ach so. Moment, ich rüste mich mal aus. Mit Seelen. Weil das geht schneller. So. So. Na, viel davon nicht. Nee. Ich glaub, das reicht noch nicht mehr zum Aufleveln. Na, gucken wir mal. So. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen 2 Level, ne? Ja. Und jedes Mal so knapp 3000. Wie viel? Das war jetzt schon über 2000, die du brauchst fürs nächste Level. Echt? Ja. Ich glaube nicht, dass du das hinkriegst mit den Seelen. Na, gucken wir mal. Oh, das sind 400. Verlorener Untoter? Ah. Ja, dann kriegst du es vielleicht noch hin. 2 hast du noch, ne? Wir hätten theoretisch noch eine. Namenloser Soldat. 800. Oh, ja okay. Da könntest du jetzt Glück haben, 1 auf jeden Fall schaffen. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Aufsteigen. Stärke war das, ne? Ja, 2100, ja guck, 2300 brauchst du schon. Machen wir erstmal das. Okay. 1400 haben wir noch. Eine Seele haben wir ja noch. Mal gucken, was die bringt. Ach Mist, das war falsch wieder. Hm. Wo haben wir sie? Oh, wir haben sogar noch 2 Seelen. Ja. Nehmen wir mal den Soldaten, vielleicht reicht das ja schon. 1000. Jo, müsste das fürs nächste reichen. Ich hoff's. Ne. Doch, oder? Doch. Tatsächlich. Stärke. Ah, nee. Doch? Doch, stimmt. So, dann haben wir jetzt schon mal das Schwert, können wir schon mal benutzen, das ist schon mal gut. Ausgerüstet hast du das ja, ne? Ne, mach ich jetzt. Ach so. Cool. Oh.
komm, ich geh mal testen, was das jetzt kostet. Ich kauf mal mehr Feuerbomben. Ne, die dauern zu lange. Mhm. Ich teste da jetzt aber mal eben das Schwert, was das so braucht. Wie lange es zum Schlagen braucht und so. Komm her. Mein Gott, der Kasper hat da auch rum, ey. Wow. Hast du gesehen? Mhm. Ein Schlag. Flutsch und weg. Die lassen wir mal in Ruhe. Jetzt die Frage... Die Wege sind alle so lang, scheiße lang. Ja. Ein Blutfleck. Von wem der wohl ist? Bestimmt von dir. Nee, meine Blutflecke sind da, wo wir den Typen... Ja, der kommt auch noch hinterher, der Sack. Ja. Macht mir nix. Das macht mir nix. Wie wird das? Nimm Platz und entspann dich. Aber nicht zu viel. Oh, ja. So. Ja, ah, war klar. Jetzt haut er natürlich wieder früher raus, ey. Was für ein Drecksack. Jetzt haut er bestimmt gleich noch einen raus, dass ich fast tot bin. Oder er bringt mich direkt um. Schnell. Rein da. Jetzt hat er gar nicht mehr gespuckt, die Sau. Ja, der weiß auch nicht, was er machen will. Der ist echt unberechenbar. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein neues Schwert. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall etwas mehr Schaden machen. Ich bleib jetzt auch mal voll aus... Obwohl, sollten wir voll ausgerüstet bleiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja. Was machst du denn? Ich wollte nur mal gucken, wie langsam wir uns rollen. Ich glaube, wir sollten die Rüstung ausziehen, oder? Oder sollten wir gucken, dass wir vielleicht Schuhe loswerden? Wie wär's, wenn du mal aufpasst auf die Bogenschützen? Die schießen da auf dich? Die haben noch nicht getroffen. Ist doch alles gut. Den Weg kennen wir ja mittlerweile. Entschuldigung. Hat er Quark gemacht. Ja. Ist doch gut, ist doch tot. Was hast du denn? Ja, ob er jetzt uns mit Rüstung trifft oder ohne, ist eigentlich völlig egal, oder? Ja, du kannst doch nicht mehr so schnell ausweichen, ne? Mal gucken, wie viel fehlt uns denn jetzt so für 34,5. Hä? Ach, da oben. 34,5, 53. Um auf die Hälfte zu kommen, müssen wir 25, 26, 5 haben, ne? Mhm. Das wird nichts. Müssen wir die Rüstung doch ausziehen. Oder wir gucken mal... Oh. Sonst nimm doch einfach einen leichteren Helm. Das bringt ja auch nichts. Ist ja auch nur 0,8 oder 1,2 mehr. Weniger. Ja. Den Ritterhelm behalte ich mal. Die Rüstung. Aber die Rüstung 7,8. Hat... Sonst zieh doch mal die kompletten Höhlensoldatenrüstung an und dann mal gucken, wie viel dann über ist. Ritterstulpen. Weil die ja leichter sind. Es geht auf jeden Fall. Ja. Es wird uns nicht so viel Schaden machen, dann versuche ich es mal so. Mann. Sind wir wenigstens noch ein bisschen geschützt. Hm. Stimmt schon. Das könnte klappen. Auf die Barfuß. Ja, Schuhe hat die, glaube ich, nicht. Geil. Und hässlich ist, wie die Nacht. Ja. Da ist er. Ups. Ich muss weg. Und ich sehe hier so schlecht, ne? Es ist so dunkel. Ja. Oh. Jetzt. Ja. Ein bisschen mehr Schaden. Oh, was war das denn? Gibt's doch nicht. Was war denn das jetzt für eine Scheiße? Da rollt die wieder auf den Zug, hast du gesehen? Ja. Nochmal. Auf ein neues. Ich behalte jetzt die Rüstung einfach an. Ich habe keinen Bock, das ständig zu wechseln. Wir stellen uns aber auch echt bekloppt an. Die Leute lachen sich bestimmt schon kaputt. Ja, das ist aber auch so ein Spiel, wo man ständig neue Versuche machen muss. Oh, eine knappe Sache, wa? Mhm. Och mein Gott im Himmel, was war das denn? Hm.
Warte mal, ich kann auch hier oben stehen bleiben. Ich trinke jetzt so einen. Vielleicht sind wir ja jetzt schneller und das tut uns nicht mehr ganz so weh. Ach ja, ich habe das Teil, ich habe die Taste gedrückt für Sprinten. Super! Grillwürstchen und das nächste hinterher und du bist kaputt. Ey, das kann doch, das ist doch jetzt ein schlechter Witz. Also für Feuerschützerrüstung ja mal gar nicht. Gibt's nicht noch einen anderen Weg? Das ist so langsam echt frustrierend. Ja, für mich auch, vor allen Dingen, weil die Seenfuhr jetzt in die Seen weg. Oh, das ist scheißegal. Nee, ich bin schon vom Zugucken frustriert. Warte mal, ich probiere jetzt gleich auch mal was anderes. Was war denn das? Ich stand doch da unten im Loch drin, du Affe. Ja, oh nee, ist klar. Der verteilte auch Feuer, wenn er da langläuft. Also wenn du das testest, so solltest du doch besser die andere Rüstung für anhaben. Ich versuche da jetzt vorbeizukommen. Der läuft da rum. Ja, ist mir doch egal. Entweder läuft er da rum und schießt auf mich oder er bleibt da oben und schießt auf mich. Das ist doch alles, spielt alles gar keine Rolle. Hast du Seelen da nicht eingesammelt, wa? War doch eh nichts an Seelen. Was soll ich denn da noch einsammeln? Auch Katzen nehmen dann schon aus meinem Gesicht. Tränke brauchen wir für den Typen da unten nicht, weil der macht uns ja eh mit einem Schlag kaputt. Mhm. Vielleicht, ich setze mich gleich vielleicht mal anders hin, aber bevor ich da gleich nochmal runtergehe, muss ich erst aufs Klo. Vielleicht liegt es auch daran. Und dann pausiere aber, weil das spiele ich nicht weiter. Dann bist du sofort wieder kaputt. Du Feiger. Oder du Feige. Mann, Mann, ich bin kein Obst. So, jetzt sind wir wenigstens schon mal hier. Jetzt müssen wir den nochmal eben hauen. Ne? Der nervt mich auch jedes Mal aufs Neue. Wo sind wir hier überhaupt? Gab es hier nicht noch ein Feuer irgendwo in der Nähe? Ich glaube, wir laufen demnächst hier den Weg. Ich glaube, der ist leichter. Hm. So. Ich mache mal eine ganz kurze Aufnahmepause, damit ich aufs Klo kann und dann nach der Pause direkt wieder sterben. Ja. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. So, jetzt wird es noch ein paar Mal versucht. In einer Stunde ist dann eh die Aufnahmesession beendet. Also eine gute Stunde haben wir jetzt noch, den zu versuchen. Ich hoffe nur nicht, dass wir auch eine Stunde das noch aufnehmen weiter, weil vier Parts nur an dem Gegner rumsterben, das ist ein bisschen... Ich habe mich jetzt auf jeden Fall anders hingesetzt, deswegen werdet ihr mich wahrscheinlich auch etwas anders hören und ich werde jetzt mal bei dem Kampf gar nichts sagen und einfach nur versuchen, da zu überleben. Aber du darfst ruhig was sagen. Die Spannung steigt ins Unermessliche. Wir schlafen vor lauter Spannung schon die Füße ein. Kannst du nicht einfach mal durch die Tür? Weil ich Angst habe, dass wenn ich da hinrenne, der hinter mir herkommt und wir in die nächsten Monsterhorden rennen. Scheißegal, versuch. Nur wir sterben kannst du nicht. Der Typ nervt. Ja, der nervt wirklich. Oh. Wir müssen jetzt ein bisschen Ausdauer regenerieren. Oh, 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 oh. Puh. Ich werde hier schon zum Kettenraucher. Musst du nicht machen. Aber wir treffen den mit 33. Der nervt. Der nervt. Den kannst du gar nicht im Rücken treten. Nee. Dann dreht sich immer sofort nach. Näher ran. Der schlägt aber auch so lange nicht. Jetzt. Wow. Ja, du rollst du dahin. Du bist ja drauf. Ja, sorry. Niemand hätte zuschlagen müssen. Ich bin da echt zu weit weg. Nein! Ein Treffer und wir sind weg. Geht mir der Typ auf den Sack. V
Vorschlag. Was denn? Nächster Versuch, renn einfach durch die Tür. Wenn wir sterben, kannst du da auch nicht. Vielleicht hast du ja Glück und da kommst du durch. Weil so langsam nervt mich das nämlich. Ja und, das ist mir doch egal, ob dich das nervt oder nicht. Sonst gehe ich gleich, dann kannst du alleine weitermachen.